Auf jeden Fall hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Allertag Simulator. Der Thomas war schon immer dumm und ich muss erst den LKW holen, weil ich mal zu gescheit war, um das mit meinem eigenen LKW zu machen. Das sind 11 Stunden. Ja. Macht doch Spaß. Fix. Dann müssen wir dort sein um 11:40 Uhr. Am nächsten Tag oder was? Nein, Freitag um 11:40 Uhr, ja, nächsten Tag. Ja. Daher, momentan siehst du ja die Zeit, wann du da bist. Freitag 3:30 Uhr bei mir. Ja, Freitag 4:04 Uhr, weil ich bin relativ spät losgefahren. Alter, du Scheiße, ins Auto. Alter, Boah, Vollgas. da fahre ich 101, Pff. 102, 103, Ja, du 104. bist auf jeden Fall viel zu weit weg von mir, von uns. Ja, wo ist hier gerade? Oh, Polizei! Ja, die haben mich nicht geblitzt. Wird aber auf jeden Fall auch einmal schlafen, wenn wir gehen müssen, wahrscheinlich. Also ich muss auf jeden Fall einmal schlafen gehen, kann ich da gleich sagen. Aber in der goldenen Mitte, sagen wir, 10 Stunden kann ich fahren. Wenn 3 Stunden da steht, gehe ich zumindest im Spiel da schlafen. Circa. Und nach dem Auftrag hau ich mich in die Haufen. Geber, Katzenklo muss ich auch noch machen. Das kann man nur machen. Und Und Schirkan kann die Kacke fressen. jetzt. Naja. Ja, der kleine Mogli ist bei deiner Freundin im Bauch. Kann man so ungefähr sagen, So. ja. Ich find's lustig, der Arzt sagt auch Mogli. momentan, er geht davon aus, dass männlich wird. Es gibt auch Leute, die sagen, ich will das gar nicht wissen, das soll eine Überraschung werden. Ich will schon gern wissen. Damit du schon die ganzen männlichen Babystrampler kaufen kannst. Fix. Strampler mit toten Kopf drauf. Oh ja. Vergiss nicht, bei der Geburt musst du ihn schon so ein richtig schönes Butterfly in der Hand drücken. Und dann Schlaps. Ich habe keine Ahnung, wo du schon immer dumm fährst. Ich? Ist auf jeden Fall viel zu weit weg für mich. Und Das war. hat's lange gebraucht, den Anhänger dran zu machen.
Ich hätte es erwarten können. Auf der Autobahn. Ja, auf der Standstreife. Bist du überhaupt? Jetzt weiß ich nicht mal selber. Ah, da sehe ich dich. Ja, bist schon relativ festgefahren, bist du gut. Packer 10 km/h, oder wenn es dich interessiert. Sind die 20.000, was ich dazu verdiene? Das ist mir relativ. Darf ich nicht so viele Unfälle bauen? Ich habe schon wieder 2% Schaden auf meinen LKW, Alter. Dann war doch weniger Unfälle. Ja, die Kurve war scheiße zu nehmen und da ist halt Auto gestanden. Kann ich ja nichts dafür, wenn es der Bot fährt. 10 Stunden noch. Und auch in 8 Stunden muss ich schlafen gehen. Jetzt. Und wann muss ich dort sein? Um 11:40 Uhr. Ja. Easy. Ja, aber weißt du, was cool ist bei Spielen, wenn man so zweit, also bei denen, wenn man so zweit spielt, ist es cool, dass man, dass es scheißegal ist, was sich hinstellt, weil die Zeit rechnet sich nicht hoch, die bleibt stehen. Das macht es nur, wenn man alleine spielt. Dann gehen dann halt auch wirklich 8 Stunden dann rum, wenn du dich hinlegst, oder was? Ja, da vergeht wirklich sehr viel Zeit. Da muss es wirklich genau einplanen, wie du das machst. Nur am Meckern, diese Katze. Du brauchst mir zu lange zum Aufholen, ey. Ich fahre eh schon 90. Ja, und ich stand sogar. Ich habe wirklich angehalten. Und du hast so lange gebraucht. Umstehen ist langweilig. Klagenfurt Ost ist hier. Ich muss hier in eine Werkstatt, das ist aber trotzdem, wenn es einfach weiterfährt. Bei mir hat Sind das wir schon wieder in der Werkstatt? ja, weil mein Spiel auf einmal angefangen hat zu laggen und auf einmal hat mich links in die Seitenstange gehabt, rechts in die Seitenstange gehabt. Also bist du jetzt komplett im Arsch. Ja. Ach, Michi. Was machst du denn? Also Du Nupp. Weißt du was? Ich weiß, warum hier aber einige Ausfahrten gesperrt sind. Weil die Entwickler keinen Bock hatten, die Orte zu machen. So sieht das nämlich aus. Die hätten keinen Bock, den Flughafen so in Klagenfurt ins Spiel zu hauen, also haben sie Nichts. Ausfahrt einfach zugemacht. Ich muss jetzt noch 9 Stunden fahren, das ist so. Ja.
Also ich stehe schon da im Bett drinnen. Aber manchmal nimmt das Bett nicht an. Ah, ich muss beim Fahrer vorher eine einladen. Ist das dumm, oder? Alter, ich fahr überall dagegen, oder ist das scheiße, oder? Hey, ich weiß gar nicht, was du machst. Nur war es im Aschbär auch nicht. Bei Ein- und Ausfahrten verkacke ich auch in diesem Spiel, aber einfach nur fahren? Ja, ich weiß doch nichts, wo du gegenfahren kannst. Ich kann das. Und du fährst mit 90 und kommst easy durch jede Kackkurve hier auf der Autobahn. Und du fährst überall gegen. What the fuck? Ich kann es halt. Ja, halte ich jetzt noch aus. Boah, ist ziemlich knapp. Ich muss tatsächlich mich noch auch einmal hinlegen. Bei der nächsten Schlafmöglichkeit. Bei der nächsten Raststätte einmal. Bei mir kann es Freitag. Quatsch, Donnerstag 19 Uhr erst. So. Jetzt aber auch im Multiplayer hast du auch mehr Zeit zum Einparken. Toll. Hier ist 70 und hier fahren Busse und LKWs alle so dicht aneinander, dass ich... Alter, der braucht so langsam... Ey, wieso beschleunigt der so langsam? Ich sollte wieder normal fahren. 1 km/h pro Sekunde, das ist doch nicht normal. Alleine konzentriere ich mich viel mehr, als wenn man so zweit spielt. Das ist so dumm. Ja, weil du da auch mehr Stress hast. Wegen Zeit. Da tust du ja wirklich dann, wer weiß wie viele Stunden pennen. Hier nicht. Hier geht keine Zeit mit. Ja, das sollte ich mal auch abgewöhnen, nicht mit dem eigenen LKW wieder um und umzufahren.
Die nächste Raststätte gerade näher. Oha, der hat die Schranktorte nicht doch noch aufgemacht. Ja, das dauert immer lang. Beginn der Hauptstrecke. Ja, wo bist denn du bitte schon? Ich sehe dich nicht mehr auf der Karte. Ich bin gerade an der Mautstelle vorbei. Auf der Karte sehe ich ihn nicht mehr. Was ist denn das für eine Raststation, wo ich gerade drauf war? I don't know. Wo bin ich jetzt? Trieste, Venezia. Und da bin ich jetzt auf den Weg hin. Steht zumindest auf dem Schild. Wow. Gut gefallen. Danke, dass du mir sagst, dass ich auf der Autobahn geradeaus fahren muss. Nee, ich fahre jetzt die Ausfahrt da, die Auffahrt runter, weißt du? Und werd Geisterfahrer. Ich habe ja schon so viel Schaden wieder gemacht. So, hier rechts ist Venezia, das interessiert mich aber nicht. Weil da muss ich nicht hin. Lublana? Oder irgendwie so, boah, was haben die für Namen? Arg fertig. Ja, aber es zirkt jetzt so richtig am Ende hin. Ich fühle mal so. Das letzte Stück dauert immer am längsten. Moment, hier vorne ist eine Tankstelle. Und rasten kann man hier auch. Oh, du Kack. Der Wichser-LKW fährt natürlich auch hier drauf. So klar. Fahre ich jetzt hier hin? Oh, du hast dir einen Kaffee geholt. So, wollen wir weiterfahren. Ja, es ist Papier. Ist der Kralle überhaupt da unten? Warum da? Letzt online, 4 Stunden. Ups. Man? Oh, hallo! Ich merke, dass du es gerade am Durchtragen. Nein, er schläft kurz drum. Ja, ich weiß nicht, was meine Kasse gerade hat. Oh, mein im Arsch. Das will jetzt kreis in die Katze. Baby, jetzt kann ich was spielen.
Kipazierer. Wieder eine Mautstelle. Mord von 44 Euro durch Arbeitgeber bezahlt. Cool. Also musst du mich hier also auch selber bezahlen. Mein eigener Arbeitgeber. Nur der Auf. Nur der Anhänger ist von denen. Das ist, wenn ich Aufträge mache, mache ich so in Zukunft nur Aufträge, nicht mit meinem eigenen LKW. Pfeift das hier. Naja, ich habe vorher durch meinen einen Unfall, was ich da gemacht habe, 17.000 zahlen müssen. Kira, bitte. Naja. Er muss auch immer 7 Stunden fahren. Ich 4 Stunden 20. Aber der nicht lang. Ich bin nicht mal durch die Mautstelle gefahren. Ups. Ups. Wieder eine Mautstelle. Ja, ich hab die Baustelle gesehen, ich bin vorhin die Baustellenschilder einer raus. Meinte Mautstelle. Achso, nein. Ich Baustelle. Mautstelle gesagt. Ich war schon wieder durch eine durch. Ich bin jetzt erst bei der ersten. Das heißt, naja, das ist schon die dritte. Du fährst eine am Anfang der Mautstrecke und eine am Ende. Fährst du durch. Das heißt, ich muss gleich wahrscheinlich auch nochmal durch irgendeine Mautstelle durchfahren am Ende. Ferrara, Bologna. Ah, hier kommt die Bolognese her. Oh, ich kann nicht nach Ferrara, Bologna. Hier gibt's ja Spaghetti, Bologna.
Aber ja. Hier ist wieder eine Raststätte, aber brauche ich nicht. Fünf Stunden fahren, oh Wahnsinn. Was? Noch fünf? Ich bin schon bei unter drei. Ja, du fährst auch nicht gegen tausend Sachen. Wie ich momentan. Das stimmt. Ich hab nicht so viele Unfälle gebaut wie du. Dafür wurde ich mehrfach geblitzt. Und gut, ich hatte aber auch oft genug Glück, dass das sie gar nicht interessiert hat, aber ein, zwei Mal wurde ich auf jeden Fall schon geblitzt. Wie überholst du hier überhaupt, Herr blauer LKW? Rechts von dir ist gar Unfall verursacht. Der ist zu weit links rübergezogen, der LKW. Unsere Anhänger sind einfach gegeneinander geklatscht. Wie geht das denn? Und? Der verkackte Anhänger war zu lang für die Kurve. Er hat in meine Spur reingeguckt. Oh, jetzt wurde ich doch geblitzt. Und dann überholt die Polizei dich mit der doppelten Geschwindigkeit. Nichts. Und sie war nie wieder gesehen. So, bei der zweiten Mordstelle bin ich jetzt zu warten. Ich glaube, jetzt werde ich mir das Erfahrungspunkte kriegen. Da werde ich immer dumm fahren, jetzt gerade. Sein, Björk. Der LKW ist kackbrauner, es steht einfach Björk drauf. Geht es wieder auf der Karte? Nee. Schon wieder Unfall verursacht. Machst du ja fast mehr als ich. Ich hab mir mal an jemand LKW gerammt. Ins.
Alter, ich bin erst bei 4 Stunden. Ich war noch 4 Stunden, Alter. 1 Stunde 10. Okay, ich muss eine Werkstatt aussuchen. Mein Auto hat. Was ist das denn? Es hat geleckt und ich habe den LKW neben mir gerammt. Oh. Bei mir jetzt gerade Motorfehlfunktion kurz angesagt. Und was mit Schönheit und Geld gönnst du ihm nicht, ne? Ja. Ja, ja, siehst du mal, wenn mein LKW wieder so Motor 4 Funktionen ausbricht. Das ist schön. Du brauchst 30.000 Jahre, um auf Geschwindigkeit zu kommen. Aber Geschwindigkeit halten kann er dann auch einmal ganz gut. Ich habe gerade eine höhere 60er Kurve mit 80 genommen. Yes. Ah, war ein bisschen knapp, aber hat funktioniert. So, einmal eine Mautstelle mit 90 reinfahren. Nichts. Auf 3 km/h oder so abbremsen. 46 Euro hat der Arbeitgeber bezahlt und Vollgas weiter. Also es kommt noch eine Mordstelle, okay. Wie gesagt, durch 4 Stationen musst du durchfahren, weil 2 Meilen eine Mautstrecke ist. Ui, ich frage, was das soll. Ja, ist ja echt nicht anders. Hä? Ich hab doch gar nichts gerammt. Wieso Unfall verursacht? Ach, jetzt bin ich aber über eine Ampel gerast, weil ich die gar nicht gesehen habe. Ja, so eine scheiß Kurve, diese Ausfahrt, da sind vielleicht 5 Meter, in denen du die Ampel siehst. Und wenn sie rot ist, hältst du nicht mal an, kannst du vergessen. Ja, wir haben immer 3 Stunden, das ist voll schlimm. Aber 8 Minuten. Bist du wirklich gerast? Er ist auch gleich dort, Wahnsinn.
Verona. Innsbruck. Bis ihr es geschafft habt, den Anhänger einzuparken, bist du eh schon hier. Und du hast 2 Stunden 26 Minuten zu. Ich muss ja einmal im Kreis fahren, ich habe die Einfahrt verpasst. Ich habe einen Unfall verursacht. Ich habe die Einfahrt verpasst, ich muss ja einmal im Kreis fahren auf dem Gelände. Und also mein Maker wäre schon 18% Schaden, das ist gestört. Meiner hat jetzt 8% Schaden. Ich glaube, du hast sogar einen Bug, bevor ich da bin. Ja, erstmal muss ich hier 2 Stunden das Zeit zum Einpacken und bin ich da. Unfall verursacht. Auto gerammt. Weißt du schon, diese Schweine da wird dir mal Platz lassen, dass du drehen kannst, ne? Außerdem stirbt gerade mein eigener LKW ab. Muss ich schon wieder reparieren. Wahrscheinlich hier wieder um 10.000. Das ist gestört, oder? So, jetzt kommt auf jeden Fall noch eine Mordstelle, wahrscheinlich. Also so ist es gesagt. Ist. Der ist auf jeden Fall vor mir anpackt. Das ist jetzt. Ah, Stunde 4 jetzt kostet. Ich sehe dich auf jeden Fall schon auf der Karte, wenn ich es besser mache. Endlich! Und ich bin schon vorbeigefahren. Naja, alles rum. Wirklich. Hä? War gar kein Auto, ich habe einen Unfall verursacht, da war aber kein Auto. Cool. In einer Stunde bin ich da. Ist das dumm? Und das nächste Mal muss ich viel besser fahren. Muss ich das abfahren oder? Ja.
Und, bist schon einbockt? Nee. Wieso bist du da? 40 Minuten. Was ist lustig ist, Motorfehlfunktion in einer Kurve. Aber was machst du da? Du drehst dich hier im Kreis, du sollst da rein. Warum ist denn da noch ein Soll? Warum ist da noch einer? Ein Soll. Ja, am Anfang der Strecke und am Ende der Strecke ist einer. Also zwei pro Strecke. Ja, und in der Mitte ist einer. Bin jetzt noch drei durchgefahren. Sehe, dass das eine nicht der Ende von der Strecke war? Das war es. Also da, wo ich jetzt durchgefahren bin, ist die Ende der Strecke. Aber in der Mitte von der Strecke... Ich kann mich nicht erinnern, durch drei gefahren zu sein. Ich bin durch insgesamt vier gefahren. Ich weiß nicht, ich habe nur drei erzählt. Keine Ahnung. Vielleicht waren es auch vier. 20 Minuten noch Zeit zum Einbocken, dann bin ich da. Nächstes Mal muss ich wirklich viel. Muss ich viel angenehmer fahren, auch wenn ich immer so zweit spielen wirklich. Das Buch, so. Ja, ich bin jetzt über Rot gefahren, halt die Luftambulanz. Verifiziert 0%. Arsch. Ich fahre über die Ampel auch, ist mir jetzt gerade egal. Da, da wo jetzt nicht wirklich 7 Stunden ist. Nein. Nein. Was denn da? Oha, ich habe eingetragt. Soll ich noch auf dich warten? Du bist fühlst. Dann will ich da reinkommen, oder? Hm? Komm mal nicht einmal aufs Firmengelände. Bist du denn? Ja, du bist schon hier vorne. Hallo. Komm nicht einmal aufs Firmengelände, so unfähig bin ich. Alter. Du hättest mir Abstand halten müssen zum Tor.
So kommst du da nicht rein. Ah, ist doch geschafft. Na gut, ich geh mal ab. Boah, fast 1000 Euro habe ich Strafen bezahlt. 830 EP aber. 15.000 habe ich gekriegt. Ich bin froh, dass du dich selber fangen kannst und mir zuschauen. Dass ich sie nicht zugucken kann. Du brauchst deine eigene Firma. Hallo, was ist jetzt passiert? Was? Ah, oh, Fliegerschaden. Was fühlst du jetzt von mir, Spieler, da? Dass du besser fährst. Ich glaube, ich kann heute keine LKW mehr fahren. Also da bleibt hängen, obwohl du nichts siehst. Ich drücke es einfach auf Enter, scheiß drauf. Annehmbar. Wow. Minus 8000. Ich muss auf jeden Fall meinen LKW reparieren. Oder rufe Hilfe. Also kann ich schnell reisen, weil mein LKW wohl in schlechten Zustand ist. Weißt was? Wieso fahre ich dahin eine Stunde, oder? Und ja gut, dann sehen wir uns halt beim nächsten Mal. Jetzt bald und ciao.